Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu unserer Shopping- und Entdeckungs- und Raubzug-Folgen durch Koroll. Ha! Das ist ja mal eine misslungene Einführung. Aber hey, muss doch auch mal sein. Ja, wir gaunern und plündern uns hier weiter durch Koroll. Und reden mit den Leuten. Ich bin so hungrig. Das tut mir aber leid. Bist du eine Erdbeere? Oh, habe ich ja keine mehr. Entschuldigung. Was weißt du denn über Irana? Habt ihr sie irgendwo in der Stadt gesehen? Sie ist entweder in der Grauen Stute oder bei der Magiergilde. Na, das ist doch mal ein nützlicher Hinweis. Danke. Dafür kriegst du auch eine Münze. Vielen Dank, mein Herr. Bitte, bitte. Wir sind doch großzügig. Möge Akatosh euch segnen. Kriegen allerdings keinen Buff in Skyrim. Wenn man in Skyrim den Bettlern eine Münze gibt, kriegt man einen Buff. Süß, wie geht es euch? Hündchen, Hallöchen, wie geht es euch? Hallo, nicht weglaufen. Ich bin Rena Bruyant. Ich liebe Hunde. Aber tut das nicht jeder? Leider nicht. Was kannst du mir denn über Koroll erzählen? Wahrscheinlich nennen sie uns hier schon die Hundeleute. Rimalos und ich, wir lieben Hunde. Und wir haben einige. So süß und brav. Ihr würdet es nicht glauben. Doch, doch. Aber ich will ja nicht nur über Hunde reden. Was gibt es denn für Gerüchte? Habt ihr Valos Odil in letzter Zeit gesehen? Verbringt den ganzen Tag im Gasthaus, seit seine Jungs weg sind. Ja, davon haben wir auch schon einiges gehört. Darum müssen wir uns auch noch mal kümmern. Lebt wohl. Ciao, ciao. Und wer bist du? Ich möchte doch nur genug, um meine Kinders füttern zu können. Du willst deine Kinders füttern? Na, wer tut denn sowas? Hast du irgendwelche Gerüchte? Ich war letzte Woche in Chardinal und bin mir sicher, dass ich Reinald Jemane dort gesehen habe. Allerdings tat er so, als ob er mich nicht kennen würde. Das tut er scheinbar mit jedem hier in Koroll. Wenn du mir versprichst, dass du deine Kinder nicht auffutterst, gebe ich dir eine Münze. Vielen Dank, mein Herr. Ah, ich bin doch einfach gut. Möge gutes Karma. Ich brauche dringend gutes Karma, so viel wie ich hier den Gilden klaue. So, wir gehen mal in die Kirche. Nicht, weil wir beten wollen. Nein, nein. Ich bin ein Ork, ich bete nicht. Aber ich will meine Krankheit jetzt endlich loswerden. Die haben wir nämlich immer noch. Oh, wir sind schon fast Level up. Ja, ich habe wieder reichlich Tränke gebraut zwischen den Folgen. Und wirklich reichlich. Wir haben jetzt wieder 50 Kilo mehr Platz. Das ist enorm. Wie viel diese Zutaten wiegen. Die muss man schon regelmäßig verarbeiten, wenn man sich der Alchemie widmet. Ja, ihr seht, wir sind immer noch kränklich. Oh, Neuigkeiten. Dass uns da noch keiner drauf hingewiesen hat. Seht sich mit dem Haus Drees verbündet hat. Hallo. Zusammen zerlegen sie den Kadaver des zerstörten Indoril. Angesichts der gewalttätigen Vergangenheit von Morrowind ist dies nicht überraschend. Schön. Seid gegrüßt. Ich bin Orca Bargol, Dienerin von Stendar. Möge euer Glaube wachsen. Naja, glaube, wer glauben will. Ich glaube nicht so sehr. Ich glaube eher an Gerüchte. Ich glaube, ich werde ein wenig herumreisen, mir die Welt ansehen. Kann ich dir nur empfehlen. Ich habe die besten Waren zu den kleinsten Preisen, Sirudin. Wiederherstellungssachen. Sehr schön. Oh, Krankheit heilen. Aber der ist teuer. Was können wir denn hier erfeilschen? Die ist Noviz? Okay. Mal scherzweise auf 85. Mal gucken, was der Dank kostet. Immer noch 708 mehr, das ist noch ein bisschen viel. Außerdem haben wir, glaube ich, noch gar nicht genügend Magie dafür. Das sind die Magiekosten, die diese Zauber haben. Und 180 haben wir garantiert noch nicht. Ich bezweifle, dass wir über 100 haben. Damit könnten wir Lähmung heilen nehmen, aber das will ich jetzt eigentlich gar nicht unbedingt. Da, das ist auch etwas, was ich mir dann noch unbedingt zulegen möchte. Aber wie gesagt, guckt euch an, dafür wird fast unser gesamtes Gold drauf gehen. Da müssen wir noch etwas mehr Tränke brauen und die verkaufen. Ihr seht schon, da werdet ihr euch drauf freuen können. Schönen Tag. Aber nein. Früher, was kann ich für euch tun? Früher oder später werden wir diese Zauber auch besorgen können.
Habt ihr das auch gehört mit den Überfällen auf die Kapelle von Anvil? Ja, ganz. Ganz. Rodil spricht darüber. Das Schlimmste ist, dass niemand genau weiß, was eigentlich geschehen ist. Man hat die Schreie gehört, aber als die Türen der Kapelle aufgebrochen wurden, waren alle schon tot. Och je. Und der Prophet sagt was Die genau? Kirche hat sich noch nicht offiziell zu seinen Lehren geäußert. Doch nach Berichten, die ich gehört habe, mag er wirklich von den Göttlichen inspiriert sein. Wenn du meinst, und sonst irgendwelche Gerüchte? Beim Waffenschmied fand ich gute Schulterplatten. Aha. Warum trägst du sie dann nicht? Lebt wohl. So. Dann beten wir mal. Ich will ja nicht krank werden. Nicht weiter krank bleiben. So ist es richtig. Ja, freut euch, der Glaube hat eure Gebrechen geheilt. Juhu, wäre das auch im wahren Leben so? Hier haben wir noch weitere Schreine. Haben wir schon. Unternehmt eine Pilgerfahrt. Unternehmt eine Pilgerfahrt. Du arbeitest für die Ehre von Zenitas. Sehr schön. Hat uns jetzt aber keinen Buff gegeben, glaube ich. Sprich, das hat wohl. Naja, ich weiß nicht genau. Die Gesetzestreuen verdienen sich die Geschenke von Talos. Könnte auch sein, dass wir dafür irgendwelche Sachen erledigen müssen. Pilgerfahrt. Da müssen wir zu den jeweiligen Schreinen, damit wir den Segen empfangen können. Hier auch. Hier auch. Und hier auch. Wir haben also noch nichts wirklich freigeschalten, so wie es aussieht. Ich glaube, zu plündern gibt es hier auch nichts, zumindest nichts Legales. Aber ich guck mal hier unten. Wäre Einbruch. Wäre Einbruch und außerdem unmöglich. Nein, weiteres gibt es hier nicht zu entdecken. Langweilig, wie Kirchen eben so sind. Habe ich jetzt nicht gesagt. Nee, wie gesagt, glauben soll, wer glauben will. Darf jeder gerne so halten, wie er will, meiner Meinung nach. Ich habe da Respekt für, wenn jemand gläubig ist. Das darf der ruhig. Ist natürlich auch immer ein bisschen die Frage, aus welchem Grund er gläubig ist. Wenn jetzt jemand nur Angst hat, er käme nicht in den Himmel und deswegen jeden Sonntag in die Kirche geht und die Kollekte mit Tausenden von Euro füllt, muss ich mich da natürlich ein bisschen fragen, was genau da die Motivation ist. Aber ja, Religionsdiskussionen wollte ich jetzt eigentlich nicht anfangen. Dazu bin ich auch nicht informiert genug, muss ich ehrlich sagen. Wie denn die ganzen Religionen genau philosophieren und so weiter. Oh, hier scheint eher so ein bisschen das weniger gut betuchte Viertel von Korol zu sein. Hier ist auch keine Menschenseele. Oh, ein offenes Haus. Aber wir brechen nicht ein. Nein, nein, sowas tun wir nicht. Zumal es in den eher schäbigen Hütten wohl nicht allzu viel zu holen gibt. Nein, nein, wir sind anständig. Wir plündern nur unsere Gilden aus. Dabei bleibt es dann auch. So, du hast heute schon von mir geschnorrt. Ich würde doch jetzt ganz gerne mal diese Erana finden. Ah. Bitte nur eine einzige Nein, Münze. nein, du hattest heute schon. Etwas anderes wollte ich davor noch machen. Ich wollte noch mal in den Laden gehen. Verzeiht es mir, bitte, bitte. Hallo. Hallo. Ja, seht ihr, wir werden schon so freundlich begrüßt. Oh, wer bist du denn? Hallo. Bitte fahrt fort. Oh. Du willst uns auf jeden Fall etwas über Korol sagen? In Korol leben wir Hochlandvolk nach den Lehren unserer Götter. Unser Leben wird von den 10 Geboten bestimmt. Okay. Schön für dich. Auch ihr. Ja. Was kann ich für euch tun? Noch ein letztes Mal verkaufen. Ich verspreche es euch. Wir fragen auch erst nach Gerüchten. Es heißt, dass die dunkle Bruderschaft euch in eurem Schlafheim sucht, wenn ihr jemand ermordet. Auf diese Weise werden neue Mitglieder rekrutiert. Wenn ich jemanden finde, der, Entschuldigung, arschig genug dafür ist, werde ich das sicher auch Ich doch habe die tun. besten Waren zu den kleinsten Preisen in Cyrodiil. Ja. Okay. Wir feilschen erstmal hoch.
weil wir jetzt doch einiges an Sachen, einiges an Stufen aufgestiegen sind in Handelsgeschick. Und dann geht's mal wieder ans Tränke verkaufen. Yay! Hier müssen wir uns, glaube ich, allerdings nicht mit dem Stacketeilen beschäftigen. Die nimmt für viel Gold. Ja. Oh, sie hat es akzeptiert. Das seht ihr. Das Handeln hat was gebracht. Ihr wollt mich wohl im Armenhaus... Allerdings nicht allzu viel. Aber hey, immerhin eine Stufe mehr. Im Falschen. Ist doch super. Behalten wir. Die haben alle noch andere Effekte. Meine Güte. Da muss ich dann doch mal gucken, ob ich vielleicht auch ein paar von denen noch verkaufe, wenn wir weiterhin zu schwer sind. Aber ich glaube, wenn wir jetzt da noch den ganzen Rest verkaufen, müsste sich das ausgehen mit dem Gewicht. Festigen Willenskraft, nein. Gut, wobei, den hätten wir es auch brauchen, behalten können. Egal. Warte mal. Abbrechen. Das ist ja ein solcher. Persönlichkeit brauchen wir jetzt wirklich nicht. Giftheilung. Okay, der ist auch Ausdauer wiederherstellen. Der auch. Oh mein Gott. Wiederherstellen, Konstitution. 2 Punkte. Ach komm schon. Ein guter Preis für einen guten Kunden. Sehr schön. Versuchen wir es doch gleich nochmal. Weiter geht's. Mit den leeren Seelensteinen. Ihr müsst mir schon ein besseres anbieten. Ja, mach ich doch. Ich darf es doch wohl mal versuchen. Das ist ein echtes Schnäppchen. Ja, allerdings. Da müsste Daran ich viel habt mehr, ihr viel Gold verdient. Ich müsste mehr dafür bekommen und das weißt du ganz genau. Das Wolfsfell noch. So, sehr schön. Jetzt haben wir schon über 2000 Gold. Ach, Alchemie, ich mag dich. Mag sein, dass andere es nicht so mögen. Ich mag's. Es war mir ein Vergnügen, euch behilflich zu sein. Na, mir doch ebenso. Schwupps. Auf Wiedersehen. Damit war's doch auch, das auch erstmal mit dem Verkaufen. Wir suchen jetzt Erana. Oben können eine Stufe aufsteigen. Ja, richtig, genau. Machen wir dann, wenn wir das nächste Mal schlafen, gleich. So, es hieß doch, dass wir in dieser Herberge da Erana finden könnten. Könnten. Eventuell. Wir gucken das jetzt mal. So. Hallo? Meine Söhne. Habt ihr meine Söhne gesehen? Ach ja, du bist das mit den Söhnen, richtig. Was ist denn mit denen? Ja, Ralus und Antus. Sie wollen die Kreaturen auf unserem Hof bekämpfen. Okay. Aber ich fürchte um ihre Sicherheit. Oh. Welche Kreaturen denn? Seit einigen Tagen werden wir auf unserem Hof außerhalb von Koroll immer wieder von diesen Kreaturen angegriffen. Sie kommen von irgendwo im großen Forst. Ich weiß nicht woher, aber möglicherweise weiß Ralus inzwischen mehr. Okay. Meine Jungs werden den Kampf gegen sie aufnehmen, auch ohne die Wache. Es ist egal, ob es außerhalb der Stadtmauer geschieht, es betrifft uns trotzdem. Sie erwarten, dass ich mitgehe, aber ich fürchte, in meinem Alter bin ich nicht mehr der Krieger, der ich einst war. Würdet ihr an meiner Stadt gehen? Oh, aber klar doch. Ja, ich werde helfen. Irgendwie wusste ich, dass ihr das Richtige tun würdet. Ich soll sie bei der Venon-Priorei treffen. Besorgt euch am besten gleich, was ihr braucht, damit ihr rechtzeitig dort seid. Ja. Ich muss etwas trinken, um mich zu beruhigen. Verzeiht. Ruhig. Okay. Na, gleich losgehen werden wir aber nicht. Wenn die da schon warten, werden wir dann auch noch weiter warten. In der Taverne? Hallo. Also, was ist los mit euch? Ihr wollt etwas, schätze ich. Sonst würdet ihr mir nicht in der Sonne stehen. Sonne? Wir sind hier in einem Gebäude. Wo ist denn hier bitte schön Sonne? Was kannst du denn über Koroll erzählen? Jawohl, ich war früher in der Kämpfergilde hier in Koroll.
Aber ich wurde eingesperrt wegen Einbruchs und Diebstahls. Ein paar Mal. Wenn sie rauskriegen, dass man eingesperrt wurde, dann werfen sie einen aus der Gilde. Wie oft? Hab ich vergessen. Aber ziemlich oft. Ja, und genau darum machen wir sowas nicht. Besonders als Ork. Ist nicht gerade schön hier, diese Grafikbugs. Aber hey, sehen wir mal gutmütig darüber hinweg. Sonst noch irgendwelche Gerüchte? Man könnte meinen, dass Rena Brojant ihre Hunde mehr liebt als ihren eigenen Ehemann. Diese beiden sind schon ein seltsames Pärchen. Also wenn die Liebe so weit geht, ist das in der Tat ein bisschen seltsam. Wiedersehen. Wo ist denn jetzt diese Erana? Weißt du das vielleicht? Es ist eine Ehre, euch zu bedienen. Ich bin Emfried, Eigentümerin und Wirtin der Grauen Stute. Stets zu Diensten. Ein Zimmer, etwas zu essen, was immer ihr wünscht. Ich wüsste eigentlich eher gerne, wo sich genau Erana befindet. Sie wohnt in einem der Zimmer oben, scheint aber die meiste Zeit drüben bei der Magiergilde zu verbringen. Okay. Ich weiß nicht, was sie für ein Problem hat. Ist mir auch egal. Ihr Geld ist gut und mehr muss ich nicht wissen. Ja, so geht's den meisten. Ah, du kannst mir auch etwas über Joffrey erzählen? Der alte Kerl? In der Vaynon-Priorei? Das ist eine kleine Gemeinde außerhalb der Stadt, südöstlich des Tores von Korol, an der Schwarzen Straße. Okay, das wissen wir ja schon. Sonst irgendwas über Korol? In Korol machen wir uns nicht viele Gedanken darüber, was im kaiserlichen Palast vor sich geht. Aber diese Morde, der Kaiser und alle seine Söhne tot. Was passiert als nächstes? Ja, ich denke doch mal, das hat ganz viel mit uns zu tun, aber darüber wollen wir jetzt nicht zu viel plaudern. Und irgendwelche Gerüchte? Hier in Korol fühle ich mich einfach sicher. Schließlich wohnt der Anführer der Kämpfergilde hier in der Stadt. Ach so. Deswegen also die Präsenz, nicht wir. Gut, okay. Mehr will sie uns nicht sagen, abgesehen davon, dass sie uns ein Bett andrehen will. Aber warum sollten wir? Nicht wir wohl. Haben zwei gutmütige Gilden, die uns das gewähren. Oh, der trinkt hier nur, anstatt seinen Söhnen zu helfen. Na, ich weiß nicht, aber gut. Lassen wir ihm das mal durchgehen. Aha. Du warst doch auch immer Gespräch, ne? Ich sage es euch zum letzten Mal. Ich war noch nie in Chardinal. Oh, wartet, ihr seid jemand anders. Verzeiht mir, mein Freund. Ich habe euch für jemand anderen gehalten. Ich werde ständig danach gefragt. Ständig. Kenne ich euch nicht aus Chardinal, heißt es immer? Ich kann es nicht mehr hören. Ich bin es leid, so leid. Und vielleicht bin ich auch etwas betrunken, aber egal. Ihr macht einen ehrlichen Eindruck, also habe ich einen Auftrag für euch. Okay. Ihr werdet nach Chardinal reisen und herausfinden, welcher Hochstapler meinen Namen in den Schmutz zieht. Und ihr werdet ihm sagen... dass ich sehr wohl selbst in der Lage bin, meinen Namen in den Schmutz zu ziehen. Er soll das sofort einstellen und es unterlassen. Es sind 50 Goldstücke für euch drin, mein Freund. Sofort nach Erledigung. Und jetzt ab mit euch. Also mir war so, als hätten wir die 50 Goldstücke schon bekommen. Aber hey, danke. Dann kann ich ja getrost darauf pfeifen. Nein, wir machen das natürlich. Wir sind ein zuverlässiger Ork. Außerdem interessiert mich die Quest. Möchte ich gerne wissen, was da los ist. Das war ja der immer Thema war, von wegen... Habe ich ihn jetzt angesprochen, kenne ihn aus Chardinal, aber er kennt mich plötzlich nicht mehr. So, damit haben wir auch in der Herberge hier mit allen gesprochen. Ich will jetzt noch diese Erana finden. Noch in dieser Folge, aber sofort. Mir war da ja was, so von wegen, die sei bei der Magiergilde. Gehen wir doch da mal hin und gucken, ob die da ist. Gruß euch. Ja, grüß dich auch. Wir alle sprechen über den Mord am Kaiser. Wir haben keinen Kaiser. Du bist das. Und ja. Ihr seid ein Magier der Gilde, nicht wahr? Plötzlich geht es auch freundlich, ja, ne? Anders als die anderen. Ja, das ist gut. Ist es das? Da ist eine Kleinigkeit, bei der ihr mir behilflich sein könnt. Nichts, was den Einsatz eurer Gilde lohnen würde, versichere ich euch. Am besten behalten wir es für uns in Ordnung.
Also, was sagt ihr? Klingt mir sehr verschwörerisch. Aber ich sage mal ja, weil sie uns ansonsten eh nichts weiter erzählt. Hervorragend. Es ist wirklich nicht schwer. Ihr müsst mir lediglich ein Buch beschaffen. Ja, sowas habe ich auch schon gehört. Das Buch heißt Finger des Berges. Für euch wäre es nutzlos. Ihr könntet es nicht einmal lesen. Ich kann lesen. Ich hingegen schon. Und ich würde es auch gerne lesen. Ihr findet es in einer alten Ruine namens Wolkenhöhe. Sie befindet sich nördlich von Koroll, oben in den Bergen. Wo genau, weiß ich leider nicht. Bringt es mir sofort zurück, wenn ihr es habt. Sagt Tekeus oder anderen Mitgliedern der Gilde nichts davon. Ich werde euch für eure Mühe gut belohnen. Wie langsam sie auch spricht, damit wir auch hier mitkommen. Aber hey, Belohnung kriegt schon nicht mal gut. Ich möchte mehr Belohnungen sind auch gut. Vielleicht sollte wenn ich die Person, die sie uns gibt, auch total Mitglieder unsympathisch aufnehmen. Ist. Ja, hallo. Ich habe gehört, was? Dass die besten mit dem eigentlich schon gesprochen? Der Magiergilde angehören. Ich habe vor ein paar Tagen eine habe ich auch schon gehört. Geplapper. Hondita heiße ich. Ich bin Jäger und ein Mann der Berge. Okay. Und bist du auch ab und zu in Koroll unterwegs? Das Wild hier ist ziemlich launisch. Man muss es schnell erlegen, sonst kommt es zu einer vergnüglichen Jagd. Pfeile mit Gift können hilfreich sein und das Fleisch wird dadurch nicht schlecht. Okay. Wir sind ja auch ein Giftiger. Was unterrichtet der denn? Auf zum Training. Athletik. Oh, braucht man nicht. Ich schönen kann Tag. Den Anblick dieser Biester geht. Nicht ertragen. Da. Hallo, ich bin Casta Scribonia, die Schriftstellerin. Autorin von Frauen am Rande des Wahnsinns. Okay. Das lenkt mich immer so ab, wenn die rumrabbeln. Bei den ganzen Gesprächen. Das ist furchtbar. Es ist auch, wenn ich in den Raum reinkomme irgendwo. Und dann brabbeln die gleich los. Was weißt du denn über Koroll? Wer ist der Schönste von ihnen, abgesehen von mir? Die Besitzerin der grauen Stute ist reizend. Sie und der Hauptmann wären ein schönes Paar. Also im Anbetracht dessen, dass du gerade gefragt hast, wer der Schönste ist, der Schönste, man merke, naja, ist das bei Frauen schwer. Sonst Gerüchte? Ich war letzte Woche in Chardinal und bin mir sicher, dass ich Reinhard Jemane dort gesehen habe. Allerdings tat er so, als ob er mich nicht kennen würde. Ja, wir gehen dem gleich mal auf die Spur. Aber all das erst in der nächsten Folge, dann werden wir uns auch mal für unser Level-Up schlafen legen. Ja, die Schmiedin, hallo, hallo. Ich beende die Folge hier jetzt mal, wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffe, ihr schaltet das nächste Mal ein. Tschüss zusammen.